nicht. Erkennen Sie die Melodie? Da steht man doch sofort mitten in der Prärie neben sich ein edles Ross, oder? Heute vor genau 60 Jahren kam der erste der drei Winnetou-Filme in die westdeutschen Kinos und prägte die Sicht auf die Ureinwohner in Amerika, die heute so ganz anders ist. Was im Westen Pierre Brice als Winnetou war, war im Osten Gojko Mitic nicht nur als Apache. Hier spielten sie sogar beide zusammen im Film Unter Geiern. Aber Häuptling Ost überlässt heute Häuptling West den Vorritt zum Jubiläum, zu dem Winnetou 1 jetzt wieder in einer aufwendig restaurierten Fassung ins Kino kommt. Klaus Lesche. Sein Name lebte in jedem Zelt, in jeder Blockhütte, an jedem Lagerfeuer. Er war Freund und Beschützer aller Hilflosen. So edel wie Winnetou ist allenfalls noch sein Blutsbruder Old Shatterhand. Die beiden begründen die berühmteste Männerfreundschaft der deutschen Literatur und des deutschen Kinos. Sehr lange aber bleibt ihr Verhältnis in Winnetou 1 eher unentspannt. Old Shatterhand soll gefesselt werden. So sehr fürchten mich die Apachen? Wer in Deutschland zur Babyboomer-Generation zählt, für den bleibt der Wilde Westen für immer der Balkan. Denn in Kroatien wird Winnetou 1 1963 gedreht. Der Franzose Pierre Brice spielt den schönen Apachenhäuptling. Die meisten anderen Indianer sind nachgefärbte Jugoslawen. Enk Ates, Chu Tinika! In den vergleichsweise unschuldigen frühen 60er Jahren sind Begriffe wie kulturelle Aneignung oder Political Correctness ähnlich unbekannt wie alkoholfreie Drinks im Western Saloon. Gut 40 Jahre später schwante Pierre Brice immerhin: Ich glaube nicht, dass alle Indianer sehen aus wie ich. Wohl wahr. Ein Nachspiel hat der Film für Mario Adorf als Schurke Center, befördert er neben vielen anderen auch Winnetous Schwester in die ewigen Jagdgründe. Damals bekam ich natürlich zu spüren, wie die Leute mich nicht mochten. Also, dass diese Leute noch sagen, nach 10 oder 20 Jahren, als Kind habe ich sie gehasst, weil sie den Tschotschi erschossen haben. Die Karl-May-Filme locken Millionen ins Kino. Auch in der DDR bleibt das nicht unbemerkt. So kommt es zum deutsch-deutschen Winnetou-Wettrüsten. Im Osten ist der Jugoslawe Gojko Mitic Häuptling vom Dienst. Er wirkt irgendwie proletarischer als ein smartes Rollenvorbild im Westen. Damit das DDR-Plagiat nicht zu offensichtlich wird, darf er zwar nicht Winnetou heißen, doch das stört Mitic nicht. Winnetou hat nie gelebt. Der Unterschied ist natürlich, die Filme, die ich da gemacht habe, das sind die Figuren, die gelebt haben. Uzana, Tecumseh, Osceola. Ob historischer Tecumseh oder fiktiver Winnetou, Bundesrepublik und DDR arbeiten an einem gesamtdeutschen Indianermythos. Ein Hauch von Gemeinsamkeit, Jahrzehnte vor der Wiedervereinigung. Reiten in den Sonnenuntergang, das mag man für kitschig halten, aber das Licht, das tut so gut, Claudia. Zeigt sich denn die Sonne morgen mal bei uns? Ja, ab und zu. Und ich habe genau das Gleiche gedacht bei diesen Bildern eben auch.